Hallo liebe Leute, und weiter schreiten wir durch den Freizeitparkplaneten Epicure bei Bomberman 64 die Second Attack und versuchen endlich diesen Planet hinter uns zu bringen. Oder eher gesagt, wir versuchen uns jetzt endlich mal zu vergnügen. Nach diesen ganzen Qualen hier beim letzten Mal und beim vorletzten Mal müssen wir doch irgendwann endlich mal unsere Ruhe haben. Deswegen wollen wir jetzt gucken, dass wir mit der Achterbahn fahren. Aber wir wollen das Shit nicht lesen, das kennen wir nämlich schon. So, deswegen weiter zum Horrorhaus, denn dort wartet die Achterbahn auf uns. Ja, Pommy. Wir wissen, dass dir Puzzle-Kopfschmerzen bereiten und du gerne mit der Achterbahn fahren willst. Deswegen gehen wir da jetzt eigentlich auch hin. Zumindest habe ich vor, da hinzugehen, aber ich vergesse immer, die Bomben zu wechseln. Weil sonst kriege ich diesen Brunnen nicht eingefroren. So. Wunderbar, es friert alles ein. Und wir gehen hier jetzt rein. So, Frierergeist. Und leider. Ich werde euch alle leiden lassen, ihr verdammten Geister. Dafür, dass ihr mich im letzten Video wirklich so problematisch geärgert habt. Na dennoch. Diesmal wird es jetzt besser vorangehen. Ich kann jetzt hier abkürzen. So, jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise. Jetzt muss ich nicht mehr diesen großen Weg gehen. Wunderbar. Dann kann ich jetzt endlich schnell zur Achterbahn gehen. Scheiß auf die Geister. Wir wollen hier einfach nur mit der Achterbahn fahren. Mehr will ich gar nicht. Das funktioniert nicht. Die Batterie muss tot sein. Das ändern wir mal. Dazu muss ich auf die andere Seite hier. Und tada, wir setzen die ein. Schauen wir mal, ob es auch funktioniert. Okay, die Achterbahn funktioniert, Leute. Haltet euch fest. Jetzt geht's ab. Okay, so eine Achterbahn will ich nie mitfahren. Wenn die so übel abgeht. Das ist schon ein mega Hypercoaster. Okay, jetzt wird mir schlecht. Nein, Gott sei Dank durch dieses Spiel nicht, aber... Ich glaube, Bomberman müsste das auch nicht aushalten. Und Pommy erst. Aber wir haben es überstanden und... Hamlet erreicht. Bisschen schmerzvoll, aber egal. Ist Bomberman... Geht's Bomberman gut? Ja, Gott sei Dank noch. Er ist robust. Wo sind wir? Irgendwo? Das ist der Eintritt zum Himmel! Wir sind bei Sonya angekommen, Leute. VHB Army Astral Ritter, das strahlende Licht Sonya. Das hat dich aber lange gekostet, bis du hierher gekommen bist. Ich habe angefangen, mich zu langweilen. Und jetzt, wo du es geschafft hast, hoffe ich, dass du mich trotzdem noch amüsieren wirst. Mal ein bisschen langsam, Bomberman, keine Eile. Mein Name ist Sonya. Sonya, das leuchtende Licht. Ich wette mit dir, dass die anderen feigen Ritter keine Herausforderung für dich waren, oder? Naja, mehr oder weniger. Jetzt, wo du so lange auf einen richtigen Gegner warten musstest, werde ich sicher sein, dass ich mir die Zeit für dich nehme. Es wäre kein Spaß, wenn es zu schnell geht, oder? Diese Zweideutigkeit in diesem Satz. Sonya ist etwas anders von den anderen Rittern, die wir vorher gesehen haben. Nun, du bist ein süßes kleines Ding. Wenn ich mich um deinen Freund gekümmert habe, mache ich dich zu meinem Haustier. Du wirst es sicher mögen. Ich werde auf dich aufpassen, solange du lebst. Das wollen wir ja noch sehen. Haustier, Pommy? Niemals! Also dann. War klar, dass du das tun musstest. Ich weiß, ich werde dich auch als Haustier hier behalten, Bomberman. Bomberman als Haustier, das stelle ich mir sehr komisch vor. Es sei denn... Ich werde dich ausstopfen und
aufstellen, wenn ich mit dir fertig bin. Na toll, ich werde ausgestopft. Nein, ich wollte nicht als ausgestopftes etwas enden. Oh nein, 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 nicht diese Lichtkugel. Da muss ich abhauen, weil die verfolgt mich. Okay, Sonja. Leider, genau, so ist gut. So ist genau richtig. Ja, wunderbar. Treffer Nummer 3, es klappt ja schon mal sehr gut. Wow, sie hat Laser. Okay, das ist fies. Sonja, komm her. Meine Lichtkugel stört mich. Na, verdammt, ich hab sie nicht getroffen. Was hat mir verfehlt? Na, also geht doch. So, Sonja. Dafür, dass ich mich hier durch diesen Freizeitpark quälen musste, wird Zeit, dass du leidest. Dann wirst du ausgestopft irgendwo hingestellt. Ob der passt oder nicht. Verdammt, knapp verfehlt. Na also. Wenigstens diese Bombe lässt mich nicht im Stich. Na komm schon. Wir haben sie. Tja, so viel zu richtigen Gegnern, ne Leute. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde noch nie so gedemütigt wie hier. Gib auf, Sonja. Bomberman hat gewonnen. Wie kannst du es wagen? Aufgeben? Niemals! Ich werde dich mit mir nehmen! Okay, Hilfe? Wir werden sterben! Ihr erbärmlichen Sterblichen! Verschwindet! Bausieb? Mein Angriff ist verschwunden? Bausieb! Bist du verrückt geworden? Ich folge Rookie-Fans nur aus einem Grund. Um mehr Kraft zu erlangen. Mehr Kraft, sodass ich Bomberman besiegen kann. Du meinst, du wusstest von Bomberman seit dem Anfang? Wir haben uns schon mal getroffen. Und da hieß er noch Regulus. Ich kann dich ihn nicht töten lassen. Das Vergnügen gehört mir vor langer Zeit. Tut mir leid, Sonja. Du bist der einzige Mann, den ich respektiert habe. Und nun betrügst du mich? Ja, er hat eine andere Frau gefunden. Auf Wiedersehen, Sonja. Danke, dass du mir gesagt hast, wie du fühlst. Lass mich dir einen Gefallen tun und dich in die ewige Dunkelheit schicken. Oh. Und sei sicher, dass du Moloch eine Entschuldigung ausrichtest. Tust du's? Rosie, du! Tja, das war's mit Sonja. Wir sind gerettet. Danke dir. Sieht so aus, als schuldig. Sieht so aus, als willst du meinen Gefallen, den ich dir getan habe, nicht zu schätzen wissen. Ich werde dich hier nicht bekämpfen. Es ergibt keinen Sinn, dich in so einem Punkt zu besiegen, jetzt wo du außer Kraft bist. Aber wir starten das, was wir vor langer Zeit angefangen haben. Wir beenden das, was wir vor langer Zeit angefangen haben. Und ich lasse die BHB-Armee nicht einmischen. Wir werden uns wiedersehen, Bomberman. Dann werden wir endlich das zu Ende bringen, was wir nicht beenden konnten auf Planet Bomberman. Ich kann's kaum erwarten. Bis dann, Bomberman. Bis dann, Regulus. Wir sehen uns. Ist er ein alter Gegner von Bomberman? Er hat uns dieses Mal geholfen, aber kann Bomberman ihn besiegen? Natürlich. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Sieh, es ist der elementare Stein, den Sonja hatte. Eine glänzende Disco-Kugel. Du hast Sonja besiegt. Du hast den Lichtstein.
Es lässt sich Bomben erschaffen, die die Zeiteinheiten und alles in Radius berühren. Benutze die C-Bombe, um zwischen den Bomben zu wechseln. Hier ist ein Warp-Punkt. Jetzt müssen wir nur noch diesen Schwerkraftgenerator zerstören. Na dann, auf geht's. Jetzt, wo wir das hinter uns haben, müssen wir ja nur noch gucken, dass wir nochmal diesen Weg hier öffnen. Also sprich, wir müssen es nochmal auf 12 Uhr ankommen lassen. Und dann haben wir es im Prinzip auch fast. Weil dann fehlt nur noch eine Sache. Wir müssen diese eine Tür dann auch öffnen. Es gibt zwar noch ein paar Kostenteile, die ich hier noch mitnehmen müsste. Aber die hebe ich mir auch noch erstmal auf. Wären ja im Prinzip nur noch zwei Stück. Von daher finde ich das jetzt nicht allzu schlimm, wenn ich die jetzt erstmal liegen lasse. Weil ich will erstmal dieses Level hier hinter mich bringen. Ist mir momentan erstmal wichtiger. Und der Weg ist frei. Also gut, dann wollen wir nochmal hier lang gehen. Und endlich diesen Planet hinter uns bringen. So, da haben wir es nämlich. Also dann. Aber trotzdem, der Weg ist nicht frei. Okay, die Tür öffnet sich einfach mal so. Wunderbar, wir sind drin, Leute. Und nun haben wir wieder ein kleines Rätsel hier. Ein sehr kleines Rätsel, aber auch fieses Rätsel. Ja, ich muss jetzt die Statuen hier platzieren, die wir hier jetzt alle sehen. Bevor wir hier überhaupt weiter können. Okay. Ich würde sagen, dann versuchen wir unser Glück. Ich würde sagen, Beelfield kommt unten links hin. In etwa so. Nein, das scheint falsch zu sein, okay. Okay, das könnte lustig werden, dieses Rätsel hier noch zu lösen. Und vorher werde ich in diesen Schwerkraftgenerator haben nicht rein können. Das macht das Ganze fies. Okay, das bringt auch nichts. Was passiert, wenn ich jetzt Astaras hier vorne hinsetze? Also auf diesen mittleren Schalter hier. Aktiviert auch nichts, okay. Dann müssen wir es nochmal probieren. Mitunter ein sehr nerviges Rätsel hier noch zum Schluss. Ich will mal gucken, ich werde Behemoth jetzt mal hier unten links hin platzieren. Vielleicht habe ich damit etwas mehr Glück. So, schauen wir mal, ob es was bringt. Ja, das passt. Gut, dann kommt auf jeden Fall BM4 nach rechts. Rechts unten auf den Schalter. Pommy, du stehst mir im Weg. Du störst mich gerade voll dabei, diese Statue zu schieben. Ah. Genau, mach Platz. So. Muss ich erstmal diese Bombe aber da wegmachen. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall. Wunderbar. So, das passt auch. Sehr schön. Dann wird es auf jeden Fall noch richtig interessant. So, ich denke, mein Moloch kann ich da oben links hinpacken. Ich hoffe, das passt. Nein, das ist falsch. Moloch ist also falsch, okay. Will ich aber trotzdem gucken, wie es aussieht, wenn ich Astaras hier rechts hin platziere. Weil dann müsste sie hier nämlich links. Ja, Astaras kommt dahin und sie kommt dann wahrscheinlich wirklich da auf den Mittellinks-Schalter. Bisschen schade ist das jetzt nur wegen Bausieb und Moloch. Na, ich die wohl als einzige wirklich vertauscht. Na toll. Das kann man aber auch vorher nicht wissen. Das muss man wirklich ausprobieren. Und der Nachteil ist, man kann die Statue noch nicht mal zurückschieben. Sprich, ich muss jetzt wirklich... Naja.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, schiebe ich die ersten vier Statuen nochmal so, wie sie waren. Und dann werde ich die letzten beiden Statuen gleich nochmal separat machen. Also sehen wir uns gleich nochmal hier ab diesem Punkt, wenn die vier Statuen an ihren Orten stehen. Okay, somit sind jetzt auf jeden Fall nur noch zwei Statuen, nämlich jetzt die Moloch-Statue und die Bausieb-Statue. Ich habe das jetzt extra gemacht, um ein bisschen Zeit zu sparen, weil im Prinzip haben wir das ja schon jetzt oft genug gesehen. Das ist das dritte Mal, dass ich das hier machen muss. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das einmal jetzt so. Wunderbar, das passt. Und jetzt nur noch Bausieb. Und dann öffnet sich die Tür. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal glücklich, dass wir das bewältigt haben. Und dann bleibt nur noch ein einziger Planet, den wir schaffen müssen. Dann haben wir schon fast geschafft, Leute. Dieses Spiel dauert echt nicht mehr allzu lange. So, wunderbar. Es passt. Und somit können wir jetzt auch theoretisch hier in diesen Schwerkraftgeneratorraum. Aber Leute, den heben wir uns fürs nächste Mal auf, dadurch, dass wir schon bei 15 Minuten sind. Und beim nächsten Mal beenden wir diesen Planeten dann und sehen mal, was Rookie Fell zu sagen hat. Dadurch, dass ihn jetzt nur noch ein Mann übrig bleibt. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's in Richtung Schwerkraftgeneratorraum. Bis dann, auf Wiedersehen.